Im Zentrum von Bad Gastein wird derzeit betoniert, gehämmert und gesägt. Am Straubinger Platz werden die historischen Häuser aus dem Dornröschenschlaf geholt. Es entstehen Hotels mit besonders viel Charme. Ein neues Kapitel und Schlüsselprojekt für den gesamten Ort. Landeshauptmann Wilfried Haslauer überzeugte sich vom Baufortschritt. Ja, es ist eine wirklich beeindruckende Baustelle, die total schwierig zu bespielen ist. Ich bin voller Bewunderung für die Bauwirtschaft und für alle, die hier arbeiten. Weil es ist sehr, sehr eng, also wenig Manipulationsfläche, sind Denkmalschutzbereiche da, auf die Rücksicht zu nehmen ist, dazwischen wieder Neubauten, dann gibt es wieder andere Überraschungen, die auftauchen. Momentan haben wir 100 Arbeiter auf der Baustelle und die versuchen halt das Ensemble Straubinger Platz, Straubinger mit dem Badeschloss und mit dem Neubauturm, wo wir jetzt davor stehen, bis nächstes Jahr im Sommer 2023 fristgerecht fertig zu werden. Wir werden zwei verschiedene Hotelprojekte haben, das Straubinger mit 5 Sternen und das Badeschloss mit 4 Sternen, aber mit 2 externen Spa-Bereichen, sodass jeder Gast für sich selber aussuchen kann, wo er einchecken möchte. Durch das Wachküssen des Straubinger Platzes ist das Zentrum Bad Gasteins aufgewacht und ist durch dieses Projekt Straubinger Platz letztendlich auch wieder die Aufmerksamkeit anderer seriöser Investoren auf Bad Gastein gelenkt worden, die derzeit einige Projekte vorbereiten. Und ja, das ist die positive Auswirkung auf den gesamten Ort. Ich freue mich, dass wir das machen konnten. Ich freue mich, dass wir tolle Partner gefunden haben mit der Firma Hirma. Ich freue mich, dass die regionale Wirtschaft beschäftigt ist. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich auch, dass das eine Initialzündung dafür war, dass auch andere Projekte jetzt angegangen werden und angegangen wurden, dass leerstehende Häuser sozusagen wieder in Betrieb kommen, saniert werden und insgesamt entwickelt sich Bad Gastein genau in die richtige Richtung.